Nicht nur in Rom sorgen sich Menschen um Papst Franziskus. Der 86-Jährige muss operiert werden und einige Tage im Krankenhaus bleiben. Wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten. Außerdem. Und damit herzlich willkommen bei Heute in Europa. Die Nachricht kam überraschend und löst heute erneut Sorgen um das Oberhaupt der katholischen Kirche aus. Papst Franziskus muss sich in diesen Stunden einer Operation am Bauch unterziehen. Fragen wir unseren Korrespondenten in Rom, Andreas Postel. Der Papst selber hatte sich vor so einer Operation Sorgen gemacht. Warum? Vielen Dank, Andreas Postel nach Rom. Gerade erst hatte Papst Franziskus aus den angekündigten Friedensbemühungen ernst gemacht und Kardinal Matteo Zuppi nach Kiew geschickt, um dort zu vermitteln. Das Ziel der Ukraine, gründlich zuhören, welche Möglichkeiten es gibt, einen gerechten Frieden zu erreichen. Ausgerechnet jetzt, wo der Krieg auf eine neue Eskalationsstufe gehoben wurde, sich Kiew und Moskau gegenseitig beschuldigen, den Kachowka-Staudamm zerstört zu haben. Über die Lage im Flutgebiet, Moritz Neuss. Unser Reporter Tim Kröger ist für uns in Cherson. Tim, wie ist denn die Lage dort für die Bewohner und was kann man schon über die Folgen der Überschwemmungen sagen? Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Danke, Tim Kröger, nach Cherson in der Ukraine. Wohnen kostet überall, doch nicht immer gleich viel. Es kommt eben darauf an, wo man wohnen möchte. Wer sich hier für London entscheidet und durchschnittlich verdient, muss beim Thema Platz und Lage Abstriche machen und beim Budget ordentlich drauflegen. Das ist nicht neu, doch so schlimm wie jetzt war es auch noch nicht. London ist für viele seiner Bewohner unbezahlbar geworden und in anderen Regionen Großbritanniens sieht es nicht besser aus. Andreas Stamm berichtet. Und mehr zu dem Thema gibt es heute Abend im Auslandsjournal um 22.15 Uhr hier im ZDF. Die Dolomiten, die Bergluft, das Wellnessangebot, die Fülle an Freizeitaktivitäten im Sommer wie im Winter, das alles gehört zum Kapital Südtirols. Eine Region, die einfach unverschämt schön ist, nicht aus der Mode kommen will. Kaiserin Sissi wusste das. Heute genießen jährlich Millionen die Aussicht, das Essen und so weiter. Während die Besucher- und Bettenzahlen in Südtirol auf ein neues Rekordniveau gestiegen sind, nahmen jedoch auch kritische Stimmen zu. Wie man dort jetzt auf die Touristenströme reagieren will, berichtet Annette Hilsenbeck. Kunst und Geschichte sind ja untrennbar. Und wo könnte man das besser prüfen als im Museum? Im 200 Jahre alten Museo del Prado in Madrid zum Beispiel lernen Besucher, immerhin 3 Millionen im Jahr, viel über die wechselhafte Geschichte Spaniens. Zahlreiche Kunstschätze können hier besichtigt werden. So viele, dass das Museum schon lange unter chronischem Platzmangel leidet. Sie ahnen es, eine Besichtigung dauert Stunden. Für Kunst- und Geschichtsfans keine Herausforderung. Aber was ist mit denen, die das erst noch werden sollen? Wie können junge Leute für die Kunst hinter den alten Mauern des Prado begeistert werden? Mit neuen Medien, zeigt Thomas Walde. Und wir machen uns jetzt ein Bild vom Wetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern in Oberfranken. Und so wird das Wetter morgen. So viel für uns für heute. Hier ermitteln jetzt wie immer die Rosenheim-Cops. Europa dann morgen wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.